Ich bin tatsächlich hier ein Fan des Hauses, weil ich, und das ist ja kein Geheimnis, auch Kunde des Hauses geworden bin. Ich bin gerade in der Phase, wo ich die Kameras, die mich aufnehmen, wieder sehe. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Und ich habe diese Kärtchen nicht mehr. Ich bin wirklich freiwillig hier. Also ist noch kein Mensch wegen einem dänischen Buffet irgendwo auf eine Party gegangen. Insofern... Ich habe mich schockverliebt in diesen Aas. Es war bei mir so, ich erzähle die Geschichte gerne. Ich saß im Flieger und habe da in der Lufthansa so eine Zeitung gesehen, wo sie Werbung für Euroeis gemacht haben. Da habe ich gedacht, das ist so ein gut aussehender Aas. Sie haben den von der Apothekenrundschau irgend so ein Model da genommen. Also zu dem gehst du bestimmt nicht. Und dann hat mich jemand angerufen und gesagt, er hat das gemacht. Und ich war gerade für meine Oldie-Show hier. Und ich habe natürlich auch den einen oder anderen Gast kaum noch erkannt, habe ich gesagt, also gut, ich gehe da mal hin. Und dieser dänische Charme, der haut er natürlich um.